Herzlich willkommen zum ersten Living Room. Schön, dass Sie dabei sind. Kann man Gottesdienst in Wohnzimmeratmosphäre feiern? Natürlich. Das haben Christinnen und Christen schon immer gemacht. Besonders in Krisenzeiten haben sie an ganz ungewöhnlichen Orten gefeiert. Im Wald, in Katakomben, in Verstecken, in Gefängniszellen oder eben im Wohnzimmer. So wie Jesus. Wir wollen mit Ihnen Living Room feiern. Einen gestreamten Gottesdienst von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, weil wir alle Räume brauchen, in denen unsere Seele weit und unser Herz stark wird. Ich vertraue darauf, dass Gott jetzt und hier mitten unter uns ist und als Zeichen dafür möchte ich diese Kerze anzünden. Für Sie, für mich und für alle, die in diesen Corona-Zeiten ein Zeichen der Hoffnung brauchen. Manchmal können kleine Lichter ganz viel Mut machen. Mein Name ist Fabian Vogt, ich bin Pfarrer und ich habe heute einen wunderbaren Gast. Ulrike Schärf, die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und ich habe sie gebeten, uns ihren Lieblingsbibelvers mitzubringen, der ihr in schweren Zeiten immer besonders viel Kraft gibt. Und der hat ganz viel mit Licht zu tun. Ich freue mich drauf. Gottesdienst feiern heißt immer auch, mit Gott in Kontakt kommen, zum Beispiel durch Beten. Deswegen möchte ich gern zu Beginn ein Gebet sprechen. Liebevoller Gott, wir kommen zu dir mit all unseren Sorgen und Ängsten, unseren Zweifeln und Fragen, unseren Hoffnungen und Träumen und vertrauen uns dir an. Wir kommen zu dir mit unserer Unsicherheit und Sehnsucht, unserer Wut und Verzweiflung, unserer Enttäuschung und Isolation und vertrauen uns dir an. Wir kommen zu dir mit unseren Gaben und Grenzen, unseren Idealen und Abgründen, unserem Glauben und Unglauben und vertrauen uns dir an. Denn du bist immer bei uns, denn du bist immer für uns. Ob wir deine Gegenwart wahrnehmen oder nicht, wir sind nicht allein. Dafür danken wir dir. Amen. Liebe Frau Schärf, schön, dass Sie bei uns sind. Im Moment gilt ja, wir sollen alle möglichst viel Distanz halten. Wer gehört denn zu Ihrer kleinen privaten Corona-Gemeinschaft? Ich habe das so gemacht wie wahrscheinlich ganz viele, dass ich meine privaten Kontakte total runtergefahren habe und bin am Kontakt halten mit Telefon, mit Video, mit online. Für mich schmerzlich ist, meine Mutter ist als Hochbetagte im Altenheim und da ist jetzt besonders schwer, Kontakt zu halten. Von daher bin ich froh, dass wenigstens das Telefon geht und insofern da ein Kontakt möglich ist. Ja, glaube ich. Gleichzeitig sind Sie Teil der Kirchenleitung der EKN. Was gibt es denn eigentlich für Sie als Kirchenleitende im Moment so für Orientierungspunkte? Ich meine, für uns geht natürlich unser Grundauftrag, zu gucken, wie wir Gottes Menschenliebe in diese Welt hineintragen, unter den jetzigen Bedingungen. Und da gibt es für uns eigentlich zwei Leitlinien. Das eine ist das, wie es für uns alle gilt, für einen möglichst guten Schutz für Gefährdete zu sorgen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch zu fragen, wie wir Menschen geistlich stärken können und wie wir sie auch seelsorgerlich gut begleiten können. Aber das ist ja genau das Verrückte. Also Corona bedeutet zurzeit Vereinzelung. Kirche heißt eigentlich Vergemeinschaftung. Wie kann man in so einer Situation gut Kirche sein? Ich meine, erstmal ist es natürlich total schmerzlich, dass wir nicht körperlich miteinander feiern können. Also als der erste Sonntag war und wir haben keinen Gottesdienst feiern können, ich konnte das gar nicht fassen. Aber dann ist natürlich schon so, dass wir als Kirche ja das Besondere haben, dass wir eine Gemeinschaft der Glaubenden haben, die auch unabhängig von Raum und Zeit ist. Und das finde ich jetzt was sehr Stärkendes, gerade in diesen Zeiten. Normalerweise sprechen wir vor jedem Glaubensbekenntnis die Worte verbunden mit der ganzen Christenheit auf Erden. Und diese Verbundenheit bleibt ja auch jetzt. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz kostbares Gut, dass wir wissen, dass wir auf die Weise mit Gott und auch untereinander verbunden bleiben.
Und ein tolles Zeichen ist für mich besonders gerade auch das ökumenische Glockengeläut, wo das einfach auch spürbar ist, diese Gemeinschaft. Dann ist ja die spannende Frage, wenn wir in einem Jahr auf die Krise zurückschauen, wie wird sich die Kirche möglicherweise verändert haben? Ich glaube, es wäre vermessen, das jetzt schon sagen zu können. Ich bin aber sicher, dass sich unsere Gesellschaft insgesamt, wie auch unsere Kirche, verändern wird. Was, glaube ich, sicher sein wird, dass die Kirche dann digitaler sein wird. Mhm. Wir haben ja jetzt ganz neue Formate auch erprobt und das wird uns verändern. Ich glaube, es wird uns neue Möglichkeiten geben, auch zum Beispiel im Blick auf Nachhaltigkeit. Die Frage, wo muss man wirklich körperlich anwesend sein? Mhm. Wo gehen auch andere Kommunikationswege? Da haben wir neue Perspektiven, glaube ich, entdeckt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vieles für Ehrenamtliche dadurch auch noch mal leichter ist. Spannend. Mhm. Sie werden uns gleich Ihren Lieblingstrostvers aus der Bibel nahebringen. Warum haben Sie denn gerade diesen Vers ausgewählt? Ja, das ist ein Vers, der mir in schweren Lebenssituationen schon immer auch Kraft gegeben hat. Also einmal, als ich von einem mir sehr nahen Menschen Abschied nehmen musste. Aber auch eine Situation, die werde ich nie vergessen, das war eine berufliche Situation, wo ich noch ganz junge Pfarrerin war im ersten Amtsjahr und hatte an einem Tag eine ganz schwierige, komplexe Trauung und kurz danach die Beerdigung eines jungen Mannes, der ermordet wurde, wo man ja wirklich um Worte ringt, um Fassung ringt. Mhm. Und das war ein Wort, was mich durch diesen Tag begleitet hat. Insofern ist es eine meiner Worte, die mich besonders stärken. Vielen Dank. Und diesen Vers, den hören wir jetzt erstmal. Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Vermutlich kennen Sie das auch. Manchmal möchte ich einfach den Kopf in den Sand stecken. Nichts mehr sehen, einfach meine Ruhe haben. Auch jetzt. So viele bedrängende Nachrichten kommen in diesen Tagen an mein Ohr. Und ich sehe die Bilder von den überfüllten Kliniken und den so erschöpften Ärzten und Pflegekräften in Italien. Einfach die Augen zumachen. Und dann die Hoffnung, Augen auf und alles ist wieder gut. Aber so funktioniert das Leben nicht. So hat es noch nie funktioniert. Ja, manchmal möchte ich einfach den Kopf in den Sand stecken, aber ich weiß, das ändert nichts. Was mir dann hilft, ist zu beten. Gott einfach alles vor die Füße zu legen oder still zu werden, weil mir die Worte fehlen. In den letzten Tagen ist mir in diesen Situationen immer wieder dieser Vers aus Psalm 27 in den Sinn gekommen. Gott ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Ich kenne diesen Vers schon ganz lange. Ich habe ihn, glaube ich, in der Konfizeit gelernt. Und seitdem habe ich mir diese Worte immer wieder geliehen. In ganz unterschiedlichen Situationen. Sie waren mir erst fremd und sind irgendwie zu meinen eigenen Worten geworden. Martin Luther hat einmal gesagt, dass die Bibel Lebeworte beinhaltet. Ich finde das passend. Worte für mein Leben. Ich höre und lese sie in unterschiedlichen Situationen, und immer wieder sprechen sie neu zu mir. Gott, mein Licht und mein Heil, meines Lebens Kraft. Drei große Worte beschreiben Gott. Heil, Licht, Lebenskraft. Ich finde, sie beschreiben sehr gut, wie Gott Kraft geben kann und auch Trost schenkt. Licht, das im Dunkeln scheint. Manchmal ist es nur ein ganz kleiner Schein oder eine helle Orientierung. Licht ist da, auch wenn ich es nicht sehe. Heil. Ich darf hoffen, dass all das, was in mir und in unserem ganzen Leben so zerbrechlich ist, dass es heil werden wird. Ganz. Dass Gott es aufhebt und dass nichts aus Gottes guten Willen für diese Welt herausfallen kann. Lebenskraft. Ich muss sie nicht aus mir selbst hervorbringen, sondern Gott schenkt sie. Kraft zum Leben. Und auch so verstehe ich dieses Wort von Luther, Lebeworte. Das sind eben keine Worte, die mich aus der Welt herausnehmen, sondern in diese Welt hineinschicken und dort ganz konkret Kraft zum Leben geben. Lebenskraft. Das stärkt mich auch gerade in den aktuellen täglichen Sitzungen des Krisenstabs unserer Kirchenleitung.
aber auch für die Gebete, für die vielen Menschen, die sich jetzt ungeheuer für die Gemeinschaft einsetzen. Im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in ganz praktischer Nachbarschaftshilfe, in den Notengruppen unserer Kindertagesstätten oder an ganz anderer Stelle, um unser Leben und die Infrastruktur zu erhalten und unser Leben zu sichern. Der Psalm hilft mir, mich im Vertrauen auf Gott zu bergen. Mein Licht, mein Heil, meine Lebenskraft. Und dann beginnt irgendwie so eine Art innerer Dialog in mir. Wenn ich mir bewusst mache, Gott ist mein Licht und mein Heil, meine Lebenskraft, dann frage ich mich, vor was muss ich eigentlich Angst haben? Vor wem sollte ich mich fürchten und vor wem grauen? Vor niemandem. Gott ist Licht und Heil, ist meines Lebens Kraft und dann fange ich an zu vertrauen. Ich bin behütet, ich bin geborgen. Kein Mensch fällt aus Gottes Liebe heraus. Jeder und jede ist bei Gott geborgen. Sie, ich, wir alle sind behütet. Auch und gerade in Situationen, in denen ich unsicher bin, die mich verunsichern, halte ich mich daran fest und spüre, wie aus diesen Worten Kraft wächst. Ich hoffe, dass auch Sie solche Lebeworte haben, die Sie jetzt stärken und aufrichten, die Ihnen Hoffnung und Zuversicht in dieser Zeit schenken. Vielleicht leihen Sie sich ja auch Worte aus der Bibel, Worte aus Psalm 27. Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen. Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Sie Anliegen haben, für die wir beten sollen, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail: livingroom@ekhn.de. Wir beten dann für Sie, entweder hier im Living Room nächste Woche oder in unserem Gebetsteam. Liebevoller Gott, in all unserem Suchen willst du uns Geborgenheit schenken. Darum bitten wir dich, komm mit deinem Trost zu uns, damit wir in dir Frieden finden. Komm mit deiner Hoffnung zu uns, damit wir in dir Halt finden. Und komm mit deiner Weite zu uns, damit uns die Enge nicht länger bedrückt. Wir befehlen dir alle an, die durch die Krise in existenzielle Nöte geraten. Schick ihnen Menschen, die helfen. Wir befehlen dir alle an, die durch die ungewohnte Situation gestresst sind. Schenk ihnen Gelassenheit. Wir befehlen dir alle an, die uns lieb und teuer sind. Behüte sie und lass sie deine Gegenwart spüren. Gott hat versprochen, unsere Gebete zu erhören, das Gesagte und das Ungesagte. Und all das, wofür uns manchmal die Worte fehlen, fassen wir in dem Gebet zusammen, das Jesus uns geschenkt hat, im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Diesen uralten und zeitlos schönen Segen wollen wir auch miteinander singen. Sie können ihn sich zusingen lassen oder mitsingen. Ich bin sicher, spätestens bei der Wiederholung kennen Sie die Melodie. Der Herr segne dich und behüte dich.
bitte dich, erlasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Ich bedanke mich bei Ulrike Scherf, die bei uns zu Gast war, bei unserem kleinen Team, das diese Übertragung unter wirklich außergewöhnlichen Umständen möglich gemacht hat, und bei der Evangelischen Akademie Frankfurt, bei der wir zu Gast sind. Das war Living Room, der Gottesdienst zu Hause. Schön, dass Sie dabei waren, und ich hoffe, Sie haben ein bisschen gespürt, man kann auch auf diesem Weg Gemeinde sein. Darum feiern Sie auch nächste Woche mit uns, wieder Freitag 19 Uhr, dann als Gast Propst Matthias Schmidt. Bis dahin, seien Sie behütet, bleiben Sie gesund, vernünftig und voller Hoffnung.